und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Trackmania Turbo zusammen mit Alter, wo fährt man her? Ich hab keine Ahnung, okay, ich kann's einfach mal loslegen. Und hallo, ich bin auch dabei. Das kann nicht stimmen. Ich glaube, es geht nicht gerade aus. Hallo. Gerade ich fahr euch hinterher, wo geht's denn? Was macht ihr da? Wo ist denn der Checkpoint? Hä? Gleich weiter hier, das ist ein Tunnel, Leute! Ich hab einen Tunnel gefunden! Dann ich fahr nochmal zurück. Oh nein, das Ende! Dalu? Was? Leute? Was da geht's rein? Moment, ich geh mal kurz auf Sprung. Was ist denn das für Gebäude? Oh, da geht's lang vor da. Was ist das? Ach, warte mal. Ist das hier? Umdrehen oder so? Hey, warte mal, ist das euer Ernst, Leute? Ihr müsst direkt links. Ja, ja. Ich seh's, ich seh's. Ja, hier ist eine Gefahr. Ja, das sieht man doch. Da ist doch der Checkpoint links. Den siehst du doch. Ich dachte, ihr verarscht mich die ganze Zeit. Nein, das ist serious business. Ich hab dich gesehen. Ich auch nicht. Ich hab das auch nicht gesehen. Ich bin nur so in die Wiese gefahren und dachte so, hä? Zu früh links gefahren. Ich bin auch einfach allen Leuten hinterher gefahren, die auf einmal plötzlich durch den Wald gefahren sind. Oh, ich hasse dieses Auto. Und ich hasse dieses Holz. Auf dem Holz kannst du überhaupt nicht lesen. Nee, das Holz ist akzeptabel. Holz ist schon so eine Krankheit eigentlich. Das Auto ist aber geil. Was ist das für ein komisches Auto? Das Auto ist nice. Best ja, Alter. Mitten in dem Game. Ah, okay, Crash, du hast gesehen, wo wir eigentlich hätten hingehen müssen. Ja. Das Auto ist aber beide hier. Ah, shit. Da vorne fährt der dann. Hä? Das gibt's doch nicht. Was? Ich bin in den Tunnel rein. Das ist ja voll aus dem nein, nein, du darfst nicht in den Tunnel, du musst wirklich rechts fahren. In den Tunnel bin ich auch schon mal gefahren. Da steht auch einfach rechts und man... Oh, war der gut, der Drift am Ende und an der Rampe verliere ich's. Jawohl, nice. Hast du es geschafft, Grant? Jo. Wieder. Erster, jetzt brauche ich nichts mehr machen, weil keiner weiß, wie man ins Ziel kommt, ey. Super. Am ich Ende hab... ist richtig assi, ey. Ja, ich mag das Auto überhaupt nicht. Nein, ich bin falsch gefahren. Das Auto ist voll schwer im Handling, ne? Bin ich nicht falsch gefahren? Ich nee, bin ins Ziel geflogen, ich bin Dritter. Das lag auf dem Dach. Ah, jetzt kommen die ganzen Leute. Weiter. Ey, wo muss man denn da hin, wo man rechts fahren muss? Nach rechts! Muss man links fahren oder? Ja, aber rechts ist doch der Tunnel! Ja, aber da musst du durch! Ich glaube, ich hab das falsche. Okay. Ich dachte, man muss nicht. Ah! Da musst du jetzt durch, Kunran. Es gibt zwei Tunnel, Kunran. Einer ist falsch. Einer ist oh falsch. Oh Gott! Oh, soll passen! Der eine Tunnel ist ziemlich dunkel, Kunran. Da solltest du nicht rein. Der Tunnel ist dunkel. Oh, das war hart jetzt. Das war aus deinem Wort, McFly. Nein, ja. Aus deinem Wort, McFly. Aus meinem Wort. Ja. Was ist los? Konzentration. Was ist los da rein? Hier ist ein Tunnel. Was ist los mit euch? Ich mag das immer. Das Auto ist so ein letzter Ranzdreck. Wer hat das Auto ist das Beste. Super geil, der das ist doch direkt in der Kurve. Ja, das ist so direkt. Nein, ich hab... Dann lenkt doch mal. Das war so gemein für Kundran, ey. Ja. Fuck it. Fuck it. Oh, noch eine Link Zeit. In der Videobeschreibung. Leute, was ist die Zeit hier? ich bin 45,5. Okay, also 50. Nein. Dass sich das Handling so krass ändert, je nachdem, wie du. Wenn du auf Holz ist. Kommst. Das ist ja für Rentner, die hier wieder mit dem Rasen dran. Alter. Alter, wie gut hat der Rote da die Kurve genommen? Das war ich gerade. Nee! Ach, Kacke. Nein! Anne sagt ich. Ich hatte die gerade echt. Ich bin gerade. Ja, es war weg. Ja, aber danach bist du jetzt. Hab's danach mega verkackt. Weg bin ich. Ich will nur noch einmal eine vernünftige Zeit ins Ziel fahren. Okay, letzte Chance, ey. Oder eine Zeit. Mag das Spiel. Da ist Anne so. Okay. Noch keine Schaffung. Ja. Nils, der alte Streber, ey. Also Sechster immer. Okay, 49. Jetzt war auch letzte Woche nur nicht da, weil er Training hatte. Ja. Weil ich lernen musste. Trainingslager. Klar, Trackmania. Trackmania-Trainingslager? Lernen, ja. Trackmania. Hast du nochmal unsere Videos angeguckt? Genau, analysiert, anstatt mitzuspielen. Ja. Lieber die Fehler der anderen ausmerzen, als mitzufahren. Okay, genau. Du hast geschwafelt, was mir da angucken musste, verlange ich übrigens Schmerzensgeld. Ja, weil das alles Themen sind, mit denen du nichts zu tun hattest. Ja, weil das war ja auch die 90er, da hat Nils ja. Da hatte Nils noch keinen Spaß. Erster, ihr Sacker! So sieht's aus! Das habt ihr ja aufgenommen, während ich nicht da war. 90er, die hättest ja eh nicht mitreden können. Machen wir denn heute, machen wir heute dann so ein 2000er Jahre? Da gibt's ja nichts. Da kann Dalo nicht mehr mitreden. Was gab's denn in 2000er? Wer hat mich jetzt überholt? Muss man alle Checkpoints haben?
Ja. Es gibt nämlich, einen Weg, wo du... Ah, okay, muss man, schade. Nein, erster beim Checkpoint. Du kannst nämlich direkt auf die Straße zufahren, wo das Ziel ist. Dann Nils Dritter, nicht schlecht. Das wäre cool, Grabs, einfach so plopp. Ja. Plötzlich erster 20 Sekunden. In 2000er Jahren gab es zum Beispiel Herr der Ringe. Hab doch gesagt, ihr habt nichts Cooles. Ist das jetzt wieder die Nummer? Ich bin da, Lukas, ich bin gegen alles, Herr der Ringe ist schlecht. Ich weiß, dass Harry Potter ist cool. Harry Potter Ringe finde ich scheiße. Also muss ich ehrlich zugeben. Harry Potter ist geil. Ring finden, Ring verlieren, Ring finden, Ring verlieren, Ring finden. Ja. Und wo der Ring da ist er super selbst. Geil. Der ist super geil. Ich liebe dich, interessanter. Bisschen eine Seltenheit, aber ich stehe auf Nils seiner Seite. Ich mag Herr der Ringe. Also, auch. Mit den Worten will ich. Ich schieße auf Nils an, auf Nils seiner Seite. So macht man das. Alle, die 2000 geboren sind, fanden Herr der Ringe gut. So okay. Gewinnt man übrigens Argumentation gegen mich. Man muss sich einfach nur Nils anschließen. Ja, das ist... Wechselt automatisch die Seite. Nein, McFly hat's nun, du hast es nicht verstanden, oder? Nein, hat er, glaube ich, nicht. Okay. Hä? Doch, Nils ist ein Grammar-Nazi. Das weiß er. Also ich muss aber echt sagen, also ich finde Herr der Ringe wirklich nicht gut. Also, ich mein's. Obwohl ich eigentlich auf so ein Fantasy-Stuff stehe. Ich hab nur. Aber die Frage ist natürlich jetzt im Verhältnis: Ach, komm, findet ihr die Bücher auch scheiße oder findet ihr nur den Film schlecht? Die Bücher, also, finde ich, sind echt anstrengend geschrieben. Ja, genau. Die Bücher sind nämlich hier genau. Der Film ist mein absoluter Lieblingsfilm. Also, Lieblingsfilmreihe, alle davon sind besser als alles andere, was ich kenne. Aber die Bücher fand ich nicht gut. Aber es gibt ja auch genauso viele Leute, die es genau anders sehen. Ja, ich weiß. In der Bücher ist der heilige Gral und die Filme sind beide langwierig. Ich bin aber zum Beispiel auch, der umgekehrte Fall ist bei mir bei Harry Potter. Da bin ich kein großer Fan der Filme. Die sind okay, aber nicht toll. Aber die Bücher sind super geil. Super, ja. Aber auch wieder rein. Also ich finde die Filme von Harry Potter ziemlich geil. Die kann man sich echt gut geben. Also ja, man kann sie sich geben. Sind die lame. Also ich weiß nicht, die ersten beiden, die sind mir ein bisschen zu kinderfilmmäßig. Sagst du. Ja, das waren ja auch noch Kinder. Aber ich glaube, die waren ja auch eigentlich eher für Kinder gedacht erst. Ne? Ja, waren sie auch. Es ist von der Thematik her, Harry ist ja noch klein und so. Nur so als Frage. Wie kann man der Schrecken mit dem Pinsel an der Wand? Aber oh. Zum Beispiel mein Lieblingsteil. So Ende, was ist euer Lieblingsteil? Dead Ends sind. Was muss man denn da machen? Keine Ahnung, links ich oder rechts keinen. Waren. Und ordentlich ja, und dann ziemlich gut. Ins Ziel. Ist das Ziel? Ins Ziel, okay. Ja. Wieso wird das bei mir nicht angezeigt? Das Ziel ist immer der rote Checkpoint. Ja, Dalu, was ist denn dein Lieblings-Harry Potter? Ach, der Gefangene von Azkaban. Also, wir reden und was war das denn, Anne? Keine Ahnung, aber so ein... Also, Filme, muss ich echt sagen, fand ich alle geil. Ich fand sogar den ersten gut. Also, wie gesagt, kannst du... Harry Potter, finde ich, ist so eine Welt, da kannst du voll gut so eintauchen. Oder das kannst du halt einfach angucken und es fühlt sich halt unterhalten. Das finde ich halt so gut an der... Serie. Das habe ich bei den Filmen. Das habe ich bei Herr der Ringe leider nie gehabt. Okay, ja. Ich hatte keinen Charakter irgendwie, den ich so. Kennst du zum Beispiel Fear the Walking Dead als Beispiel, ja? Ist auch gut gemacht. Gut gemacht, ja, also so vom. Aber ich finde alle Charaktere in dem Film so uninteressant und scheiße, dass ich einfach gar keinen Bezug zu dieser Serie aufbauen kann. Ja, das sehe ich genauso, fand ich auch so. Man hat einfach nicht so den Draht dann dazu. Und dann ist man Mir gefällt's trotzdem. Wir gucken es nur, weil wir es angefangen haben. Ja, wenn man eine Serie anfängt. Ja, sowas kennt man aber auch, ja. Ich muss es jetzt. Ach komm, das kann ich dann ernst sein, Grants, Alter. Oh, ich bin gerade Vierter mit einer Zeit von 44 Sekunden 44. Würde ich da bleiben? Nils gibt 7 aus. Jetzt muss es einer besser machen. Also die zweite Staffel, finde ich ja schon mal. Die Richtung, in die es geht, finde ich ja schon mal richtig kacke. Wird ja anscheinend eine Wassergeschichte. Open Water 3. Ich habe aber auch die erste Staffel. Open Water beste. Wegen der ersten Folge? Nee. In der ersten Staffel haben sie ja die einzig spannende Szene rausgecuttet. Ich weiß immer noch nicht warum. Habe ich auch nicht zu gefunden, wieso sie das gemacht haben. Was heißt spannende Szene rausgecuttet? Ja, ist ja eine Zombie-Serie. Ne? Und es geht ja darum, wie die Zombies halt entstehen, wo die herkommen, wie die ausbrechen, whatever. Und dann gibt es dieses Stadion, was voll mit Zombies ist. Und das wird in dieser ersten Staffel halt geöffnet. Ja, und die genau, Szene wurde einfach rausgeschnitten. Einfach komplett. Er geht zur Tür hin, cut. Ja, boah, die Zombies kommen, Leute. Boah, wow, krass. Und man hat gar nichts gesehen. Kein Zombie, der da rauskam, wurde irgendwie gezeigt. Ja, wahrscheinlich war da kein Geld.
dafür da. Hä, aber die ist gerne gemacht. Keine Darsteller. Wurde ja, die? Keine das also, wurde dann nachher noch gezeigt, oder? Ja aber nicht wie dieses geile, wie die da rauskommen. Genau diese Szene, die du doch gewünscht hast. Diese Masse wie die von Zombies, da, ach so, das meinst die aus diesem okay. Tor brechen. Das wurde einfach nicht gezeigt. Da gab es einfach einen Cut. Das stimmt, ja. Nein! Also auch für die Zuschauer nochmal, ich habe mir, ich habe heute meine Comics gekriegt von Walking Dead. Bin sehr gespannt. Vielleicht habt ihr schon eine gesehen. Wer das Walking Dead Staffelfinale sehen will, ich habe es auf Twitter gepostet und nachgestellt. Nee. In so the color. Aber aus, halt aus der Ego-Perspektive, was ich sehr gut fand, aber halt aus der anderen. Aus der Zombie-Sicht. Aber genau so ich hab, war ich das. Übrigens, ich weiß übrigens, wer jetzt getötet wurde bei The Walking Dead am Ende. Weißt du nicht? Hardcore Henry. Er war's. Hardcore Henry. Immer noch sexy. Warum schreibt man eine Klasse? Klasse, Leute. Klasse, hey, top, klasse. Super, gut gemacht. Klasse Spiel, gemacht. Leute. Klasse Spiel, Leute. Platz 14. Klasse Spiel. Ja. Von Alu. Alles erreicht. Von Alu, ja. Nein. Anne, du bist dran. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Alle Leute, die mitgemacht haben, sind wie immer in der Videobeschreibung. Schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Ciao. Haut rein. Tschüss. Tschüss.